Maxi ist fast 10 Jahre alt, als wir sie im Juni 2006 zum ersten Mal mit in Urlaub nehmen. Sie fährt leidenschaftlich gern Auto. Die ersten 5 Tage verbringen wir im Landhaus Müritzgarten in Röbel an der Müritz. Das Hotel besteht aus einem Haupt- und einem Nebengebäude sowie 4 geräumigen Blockhäusern mit jeweils 2 Wohneinheiten. Dieses Blockhaus haben wir gemietet. Das zum Hotelkomplex gehörende Nebengebäude. Am Abend essen wir leckeres Bündnerfleisch mit Estragon-Senf. Im Hauptgebäude befindet sich unter anderem auch der Frühstücksraum. Das Blockhaus ist geräumig und geschmackvoll eingerichtet. Gabi und Maxi übernachten in dem benachbarten Zimmer, das spiegelbildlich verdreht ähnlich aussieht. Einer der Spaziergänge mit Maxi. Der Weg führt vorbei an einer wunderschön blühenden Wiese. Dieses Gasthaus lädt zum Frühshoppen ein. Maxis erster Badeversuch in der Müritz ist noch etwas zaghaft.
In Begleitung ist Maxi Mutiger. Wir sind in Bansin auf Usedom angekommen und verbringen dort weitere 5 Tage. Vom Balkon unseres Zimmers blicken wir auf die Restaurantterrasse und auf den Ostseestrand. Der zu unserer Suite gehörende Wohnraum. Im Schlafzimmer steht ein 2. Fernseher, was sich für uns als vorteilhaft erweist, da gerade die Fußball-Weltmeisterschaft läuft. Das Bad und noch einmal der Wohnraum. Maxi muss die ganze Zeit bei uns bleiben, weil in Gabis Zimmer keine Hunde erlaubt sind. Kaffee trinken auf der Terrasse vor der Hotelbar. Der schön angelegte Hotelgarten. Dies ist das Hotel Admiral, in dem wir 2002 bei unserem ersten Urlaub auf Usedom gewohnt haben. Von der Seebrücke Bansin hat man diesen Blick auf das Strandhotel, in dem wir zum 2. Mal logieren. An der Strandpromenade liegen etliche liebevoll restaurierte Häuser, die zum Teil noch aus der Kaiserzeit stammen.
Beeindruckend ist auch das Hotel Kaiser Wilhelm, das übrigens über eine exzellente Küche verfügt. Hier an der Ostsee hat Maxi jede Scheu vor Wasser und Wellen verloren. Die Seebrücke in Ahlbeck stammt noch aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Von der Seebrücke in Ahlbeck blickt man über Heringsdorf hinweg auf das 13 Kilometer entfernt liegende Bansin. Jeden Abend genießen wir in der Hotelbar die tropischen Cocktails, die der Barmixer zurechtzaubert. Auf einer Leinwand in der Bar kann ich das Fußballspiel England gegen Trinidad und Tobago verfolgen.